Das während des Ersten Weltkriegs geplante Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung wird 1921 eröffnet. Es ist auf Nicht-Eisenmetalle spezialisiert. Erster Sitz des Instituts? Neubabelsberg bei Potsdam. Adolf von Harnack, der Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, weiht das Gebäude feierlich ein. Im Jahr 1923 zieht das KWI für Metallforschung nach Berlin-Dahlem um. 1933 macht die Weltwirtschaftskrise einen Strich durch die Rechnung. Das Institut muss wegen finanzieller Probleme schließen. 1934 findet es in Stuttgart eine neue Heimat und eine sichere Finanzierung. Dort geht es eine enge Verbindung mit der Technischen Hochschule ein. Erste Adresse: Seestraße 75 in der Stuttgarter Innenstadt. Werner Köster wird zum geschäftsführenden Direktor ernannt. Die Autarkie und Rüstungspolitik des NS-Regimes bestimmen von Anfang an die Arbeit der Forscher. Währenddessen scheiden aufgrund der NS-Rassengesetze mehrere jüdische Mitarbeiter aus dem Institut aus. Viele Wissenschaftler emigrieren in die Vereinigten Staaten. 1943 wird die gesamte Ausrüstung aus dem Gebäude entfernt, um sie vor den Bomben der Alliierten zu schützen. Die Einrichtungen in der Seestraße werden größtenteils zerstört. Der Wiederaufbau beginnt nach Kriegsende 1945. Während die drei Direktoren in Gefangenschaft sind, organisieren ihre Stellvertreter den Wiederaufbau des Institutsgebäudes. Anfang 1949 wird das Kaiser-Wilhelm-Institut zu einem der Gründungsinstitute der Max-Planck-Gesellschaft. In Göttingen wurde die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften gegründet. Die Gesellschaft trägt den Namen des großen deutschen Gelehrten Professor Max Planck, der im vergangenen Jahr starb. Der deutsche Nobelpreisträger Professor Otto Hahn ist ihr erster Präsident. Mit der Gründung der Max-Planck-Gesellschaft hat die freie wissenschaftliche Forschung in Deutschland eine neue gesicherte Grundlage erhalten. Ihr sind bisher 32 wissenschaftliche Institute der amerikanischen und der britischen Zone beigetreten. Alle arbeiten frei und unabhängig und sind weder Behörden noch der Industrie verpflichtet. Neuer Name: Max-Planck-Institut für Metallforschung. Es meidet eine Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit. Die eigene Rolle im Dritten Reich wird verharmlost. Erst Anfang der 2000er Jahre wird die Verstrickung des Instituts im Rahmen des MPG-Forschungsprogramms Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus aufgedeckt. Nach Abschluss der Wiederaufbauarbeiten kehrt das MPI für Metallforschung 1950 in die internationale Forschungsgemeinschaft zurück. Die Zahl der ausländischen Besucher steigt rapide an, ebenso die Zahl der Einladungen zu internationalen Konferenzen. Die wachsende Bedeutung der Festkörperphysik verändert die Forschungsschwerpunkte. Die Einrichtung einer Abteilung für Sondermetalle 1958 macht das MPIMF zu den Pionieren der Kernreaktorforschung in der Bundesrepublik Deutschland. 1967 wird in Schwäbisch Gmünd unter der Leitung von Günther Tölk ein zweiter externer Institutsstandort eröffnet, der sich mit Reinststoffen beschäftigt. Ein Jahr später installieren die Stuttgarter ein bahnbrechendes Hochspannungselektronenmikroskop, ein Meilenstein in der Entwicklung. Viele Jahre ist das Institut weltweit führend in der Transmissionselektronenmikroskopie. Die Geschichte des neuen Max-Planck-Campus in Stuttgart-Büsnau beginnt mit der Einweihung des Pulvermetallurgischen Laboratoriums im Jahr 1968. Unter Leitung von Günther Petzo entwickelt es sich schnell zu einem Zentrum international vernetzter, interdisziplinärer Forschung. Diese dritte Außenstelle des Instituts wird zur Keimzelle des heutigen Max-Planck-Campus in Büsnau. Seit den 70er Jahren verschiebt sich die Forschung am MPIMF von der traditionellen Metall- zur innovativen Materialforschung. Multidisziplinäre und internationale Kooperationen machen es zu einer der weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Materialwissenschaften. Das Pulvermetallurgische Laboratorium erweitert sein Forschungsgebiet auf die technische Keramik.
Die Erfolge inspirieren andere Abteilungen, sich der Hochleistungskeramik zuzuwenden. 1987 beruft das MPIMF Richard J. Brooke einen britischen Experten auf diesem Gebiet. Er wird der erste nicht Deutsch als Muttersprache sprechende Direktor. Brooke baut ab März 1988 den Forschungsbereich Funktionskeramiken auf. Im selben Jahr kehrt Manfred Rühle aus Santa Barbara in Kalifornien an das Institut zurück. Aus Stanford wechselt 1990 Eduard Arzt. Es rücken erstmals bio-inspirierte Materialien in den Fokus. Ihm folgen 1991 Fritz Aldinger, 1997 Helmut Dosch und 1997 Erik-Jan Mittemeier. Im neuen Jahrtausend vollendet das Institut seine Entwicklung in neue Bereiche der modernen Materialforschung und der Physik. Siegfried Dietrich wird im Jahr 2000 zum Direktor berufen. Huajian Gao im Jahr 2001, genauso wie Gisela Schütz, die erste Direktorin. Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts ziehen die letzten Abteilungen des Max-Planck-Instituts für Metallforschung im Februar 2002 nach Büsnau. 3 Monate später wird dort das Zentrum für Werkstoffkunde eingeweiht. Die Grundstücke und Gebäude in der Seestraße 75 und 92 werden verkauft. Im Jahr 2002 hat das MPIMF mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Max-Planck-Campus in Büsnau beherbergt das MPI für Metallforschung, das MPI für Festkörperforschung und die Institute der Universität Stuttgart. 2004 ist Joachim Spatz das letzte neu berufene Mitglied und erweitert mit der Abteilung Neue Materialien und Biosysteme nochmals den Horizont des Instituts. Im Jahr 2009 beginnt eine radikale Transformation. 4 der 8 Direktorenstellen werden innerhalb weniger Jahre vakant und zunächst nicht wieder besetzt. Damit ist der Weg frei für eine deutliche Verlagerung des Schwerpunkts hin zur Forschung an selbstlernenden, autonomen Systemen. Im Jahr 2011, 90 Jahre nach seiner Gründung, geht aus dem Max-Planck-Institut für Metallforschung das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme hervor. Neben dem ursprünglichen Standort in Stuttgart wird ein zweiter in Tübingen gegründet, wo ein neues Institutsgebäude entsteht. Die Gründungsdirektoren sind Bernhard Schölkopf, Michael J. Black, Stefan Schaal und Joachim Spatz. Es kommen die Forschungsschwerpunkte maschinelles Lernen, Computer Vision und Robotik hinzu. Die bestehenden Abteilungen von Gisela Schütz, Siegfried Dietrich und Erik Mittemeier setzen ihre Arbeit fort. Die Suche nach weiteren Direktoren beginnt. Im Jahr 2014 wird Metin City an das Institut berufen. 2017 folgt Catherine J. Kuchenbecker. 3 Jahre später wird Christoph Keplinger Direktor. 2021 Moritz Hart. Das neu ausgerichtete Institut bildet die Keimzelle des 2016 gegründeten Forschungsnetzwerks Cyber Valley, das sich schnell zu einem der erfolgreichsten Standorte der KI-Forschung in Europa entwickelt. 2017 entsteht eine Graduiertenschule, die IMPRS-IS. Sie wird ergänzt durch das Max-Planck ETH Center for Learning Systems. 2018 gründet das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme mit anderen KI-Forschungsstandorten das europäische Forschungsnetzwerk ALICE. Im Jahr 2021, unserem Jubiläumsjahr, steht das MPI für intelligente Systeme inmitten einer technologischen Revolution, die wir aktiv mitgestalten. Wir sind gespannt auf das, was kommen wird.